Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt dir die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und dann denken wir darüber nach, wo kann ich mich vorbereiten? Jesus sagt, er kommt uns holen, so ein Brigum seine Brut holen kommt. Ja, wo kann ich mich reinmachen, dass Jesus mich mitnimmt, dass ich nicht einmal hier bleibe, wenn er wiederkommt? Weil die Bibel sagt, dass wir jeden Tag seelereit sind. Wie keine denken, er kann nu kommen, nu, an dieser Stunde, an dieser Glockentit. Er kann der Nacht kommen, zum Morgens, jeden Abend, am irgendeinen Glockentit. Keiner von uns kann den Tag sehen. Jesus sagt, bloß der Vater am Himmel weit, wann er die Stunde ist. Dort ja viele Menschen, die haben vorab gesagt, dann und dann wird die Welt einsehen. Dann und dann wird Jesus weiterkommen. Und dem Tag, und habe ein Datum gesagt, und das traf nicht an. Weil Jesus wird nicht dann kommen, wann wie Menschen das sagen, er wird kommen, wann der Vater sagt, nu ist der Tag gekommen. Wollen wir uns vorbereiten? Einfach jeden Tag reisen. Nicht schlopen. Nicht sagen, oh, der hat wohl immer gesagt, Jesus wird kommen, der ist nicht gekommen. Und nur weil er erst mal das Leben geneigt, in der Last, in der Sünde geneigt. Und dann, wenn ich erst alt bin, bevor ich sterbe, dann werde ich mich schön betieren und dann werde ich auch gerat worden. Nee, wer mit Gott so spielen wird, der geht ab eine sehr gefährliche Gas. Weil wie keiner von uns weit, ob er wird alt wurde, keiner von uns weit, wo lange er leben wird, keiner von uns weit, wann er Jesus wiederkommt, und wann er da ist, dann ist es alte Lot am Drehen. Dann ist es alte Lot, zum sagen Jesus mit er das Leid. Das wär's, weil wir uns nu vorbereiten. Herr Jesus, ich bitte, dass du in mein Herz kommst, dass du mir reinmachst von allen Sünden, von alles, was dich traurig macht. Verzeih mir alle Beise, Herr, und fäll mir mit deinem Heiligen Geist, und halb mir jeden Tag reit zu sein, dass wenn du mir raubst, oder wenn du weiter kommst, dass ich dann kann bei dir sein für immer. Und bete ich in deinem Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.